Hallo Leute und willkommen zurück. Ich bin's wie immer, euer Jan. Und ja, ich hoffe, das hat jetzt gar nicht gelegt. Das wird meine Begrüßung leggy sein. Egal. Hier spiele ich jetzt mal Diablo 3. Und zwar bin ich jetzt im zweiten Akt. Ich meine, ich stelle mal kurz ein bisschen. Also, ich schätze nicht, dass es zu laut sein wird, aber vorsichtshalber mal. Komm, unsere Kopfstärke wird schon passen. Zweiter Akt, letzte Mission. Wo ich jetzt gegen Belial kämpfen werde gleich. Ich dachte mir, also ich habe mir jetzt Diablo vor einer Woche gekauft. Ich finde, es ist ein ziemlich geiles Spiel. Und ich dachte mir, nehme ich mal auf. Und ihr könnt mir, wie gesagt, meine Bewertung wieder hinterlassen. Also entweder Daumen hoch, beziehungsweise Daumen runter geben. Oder halt kommentieren, wie ihr es findet. Und dann werde ich halt dementsprechend mehr, weniger oder vielleicht auch gar nicht mehr Diablo 3 aufnehmen, mal gucken. Und ja, ich habe hier Mönch und ich muss sagen, Mönch ist, das hat gerade geleckt, keine Ahnung wieso. Mönch ist eine ziemlich geile Klasse, also wieso man die durchgenommen hat, können sich vielleicht manche auch denken. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich Assassin bzw. Ninja und ähnliches am geilsten finde von Charakteren, und der Mönch ist meiner Meinung nach der, ich sag jetzt mal, Ninja-mäßigste. Deswegen habe ich ihn genommen. Bums. Unnötig. Ach, sterbt. Und ja, ich finde den auch ziemlich stark. Also ich spiele bisher, habe auch noch einen Barbar, den spiele ich mit einem Freund zusammen. Und den finde ich nicht ganz heftig. Also er ist auch schon stark, aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch am Koop, aber irgendwie komme ich alleine mit dem Mönch besser, also schafft die Boss und so besser als mit dem Barbar, mit meinem Freund halt zusammen. Er hat halt dann noch einen Dämonenjäger. Und falls es euch interessiert, es gibt ja auch diese Diskussion auch schon, wie von wegen entweder Torchlight 2 ist besser oder halt Diablo 3, so wie auch PS3 und Xbox. Und falls jemand meine Meinung wissen will, ich habe nämlich auch beides schon gespielt. Ich finde Diablo 3 besser. Keine Ahnung, ich finde es insgesamt irgendwie vom Spiel her lustiger. Und ich will jetzt rein, danke. Und klar, also Torchlight hat auch coole Sachen. Moment, ich warte jetzt noch kurz. Ja, Torchlight 2 hat auch gelöst, zum Beispiel da mit dem Gleiter finde ich cool, was man ja auch dann auf den Fischen und so verwandeln kann und das, weiß ich alles. Das hat natürlich auch coole Aspekte und mit den Skills, dass man die halt selber auswählen kann und so, ist halt, sage ich jetzt mal, anders als bei Diablo. Also nicht schlechter, nicht besser unbedingt, es ist einfach anders, aber im Großen und Ganzen gefällt mir Diablo 3 schon besser als Torchlight 2. Wer die diskutiert hat, das ist ja auch meine Meinung dazu. Falls ihr das überhaupt so mitbekommt, ich habe da gar nicht so mitbekommen, dass da welche sich drüber gestritten haben. Also, in Anführungsstrichen gestritten haben. Du wirst keine Chance gegen mich haben. Zack. Die Attacke mache ich besonders. Guck mal, wie die Schande macht, Alter. Und das Coole ist, ich habe eine Passive. Ich glaube, ja, das lag an meiner Passive, wenn ich Geisteskraft verliere. Also, das ist da. Ich sag jetzt mal wie Mana, nur halt bei mir, also ist ja bei jedem gar anders, zum Beispiel bei Barbar hat man Wut, glaube ich, war das. Und halt immer wenn ich Geisteskraft verliere, also Strich, wenn ich eine Fähigkeit einsetze, kriege ich Leben wieder dazu und da verdiene ich schon, ja, verdiene besonders, kriege ich schon ziemlich viel Leben wieder insgesamt durch. Und dann habe ich sogar noch einen Skill, der heilt mich so. Und macht den Gegner noch Schaden, halt, weil ich eine Rune da jetzt drauf gemacht habe und dann dementsprechend halt, weil die Fähigkeit zieht halt. Nein! Das hat Damage gemacht, zieht ja auch Geisteskraft, heile ich mich halt direkt noch mehr mit der Fähigkeit. Also, das war hier gerade, wie ihr gesehen, 700, nochmal plus 130, also das ist. Die Passive ist ziemlich geil. Und ich bin gerade Level, lass mich überlegen, 22 meine ich war das. Ja, 22 müsste es sein. Er weiß, vielleicht komme ich ja nach diesem auch nochmal Level Up, dann werde ich uns ja genau sehen. Oder ich freue mich mal, ich kann ja gleich auch einfach gucken. Und ja, ihr könnt mir auch mal schreiben, ob ihr Diablo selber habt oder schon gespielt habt und wie ihr es findet. Würde mich auch mal irgendwie interessieren.
passieren. Und jetzt war ich ihn wieder fähig geheilt. Ich habe nicht voll OP. Und ja, auf jeden Fall, mir macht es übelst viel Fun. Also ich finde es richtig cool, das Spiel. Nein! Monster. Spuck mich nicht an, Lüge! Ey, der ist sehr, der Lüge. Aber immer noch 4000 Leben, Alter. Der hat 17.000 insgesamt. Der dauert ja. Zack! Ah, schon wieder fähig, halt eigentlich. Egal, hat auch Damage gemacht. Guck mal, ich werde ganz cool. Machst du schön schnell Schläge hintereinander und so. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an. Naja, doch nicht, vergiss das. Irgendwie. Doch, ja, anders. Oder? Keine Ahnung. Ist aber egal. Auf jeden Fall. Ja, aber. Nein, wiederum nur mal. Ich habe meinen Skin auch. Normal will ich nur damit heilen und damit mache ich dann auch. Cool, schön viele Items. Heiligschaden, das. Der bringt, dass man bei. Der hat irgendwie nicht so gute Sachen gedroppt, nicht meine seltene Sache. Dass man Untote, Strich Zombies, Skelette und so mehr Schaden zufügt. Ja, komm, hier überspringen. Okay, ich wüsste was Gutes bei Schrott. Ah, 55 Leben, aber. Ne. Okay, nichts Gutes. Schade, der hat nicht mal was Seltenes gedroppt. Aber egal. Sprechen wir mit. Ja, kann man auch teleportieren. Mach ich mal noch eben. Jetzt kann ich auch eben gucken. Ich glaube aber 22 war richtig. Ja, hier. Stufe 22. Fast Level Up wieder. Schnell verkaufen noch. Zack, 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 zack. Zack. Reden. Yay, super, wir haben gewonnen. Oh, wie wenig EP da, so viel nur für den Endboss. Ziemlich wenig. Egal. Hier, jetzt kann ich deinen nächsten Akt. Das werde ich aber jetzt nicht mehr aufnehmen, ist unnötig. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt es mir oder zeigt es halt mit Daumen hoch oder runter, wie es euch gefallen hat. Dann werde ich halt vielleicht nochmal ein bisschen mehr Diablo 3 zeigen. Und ja, ich sag's wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal.